Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr die Bildwiederholrate bei dem Motorola Moto G23 einstellen könnt. Dafür gehen wir einmal in die Einstellungen, gehen zu Display und dann hier auf Display Aktualisierungsrate. Was ein Wort. Das ist jetzt gerade auf automatisch. Lasst die KI dafür sorgen, dass immer die optimale Aktualisierungsrate verwendet wird. Wir können sagen auf 60. Dann können wir hier einmal hin und her swipen und wir können einmal das Ganze auf 90 setzen und das, finde ich, läuft deutlich flüssiger. Ihr könnt hier auf jeden Fall einstellen, was ihr möchtet. Eine höhere Display-Aktualisierungsrate ermöglicht ein optimales Bild, verursacht aber auch einen höheren Akkuverbrauch. Bei aktiviertem Energiesparmodus wird eine Aktualisierungsrate von 60 Hertz verwendet. Da könnt ihr das jetzt also einstellen, wie ihr möchtet, oder ihr sagt automatisch und dann wird das automatisch angepasst an das, was gerade am besten passt. Das ist also, wie ihr die Bildschirmrate bei eurem Motorola Moto G23 einstellen und ändern könnt. Hoffe, es hat euch geholfen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!